Nee, nee, also erstmal habe ich keine Glotze, das ist auch ganz gut so. Und zum Zweiten, wenn, interessiert mich Fußball überhaupt nicht und ich würde es nicht gucken. Ja, alle Spiele bis auf das Argentinien-Spiel. Hast du geschafft? Und Dänemark auch nicht, weil läuft ja jetzt. Nur gestern die drei Spiele gestern. Ich gucke das auf meinem Handy. Bei mir zu Hause einfach auf dem Handy nehmen, während ich zocke. Nee. Okay, warum nicht? Weil Katar einfach wegen der Menschenrechtsverletzungen und wegen den Sklaven. Ja. Also ich werde wahrscheinlich die Ergebnisse einfach nur angucken. Ja, aber in meiner Familie wird das so oder so sehr. Werden die Ergebnisse immer mal wieder in den Raum geworfen, da würde ich es dann mitbekommen, aber ich würde jetzt nicht extra nochmal danach googeln oder sowas nach den Ergebnissen. Ich gucke, wenn ich Zeit habe. Die Zeiten sind ja so ungünstig, aber wenn, glaube ich schon. Aber grundsätzlich, wenn die Spiele stattfinden, dann gucke ich. Einfach, weil ich die WM gut finde und schon immer gucke. Nein, ich gucke die WM nicht. Warum? Hat das einen Grund? Ich interessiere mich nicht mehr für den Profifußball. Und da gehört die WM auch leider dazu. Und früher habe ich Bundesliga geguckt, das gewöhne ich mir auch jetzt so langsam ab. Also das, was da dementsprechend berichtet wurde, dass da Menschen zu Tode gekommen sind bei dem Bau. Also ich denke mal, da und dann kommen die Leute dahin und tun und machen. Nee, finde ich nicht okay. Also ich schaue mir nur die Deutschlandspiele an und nicht die anderen. Okay, morgen um 14 Uhr spielt ja Deutschland. Ist richtig. Ist das eine günstige Zeit oder ist das eher eine ungünstige Zeit für Sie? Ich würde mal sagen, für die Berufs- und Werktätigen ist das eine sehr ungünstige Zeit. Natürlich für mich als Rentner eine günstige Zeit. Ich würde mal sagen, es wird auf jeden Fall gewinnen. Ich tippe mal so 3-1. Ich habe da ein sehr gutes Bauchgefühl, dass die Deutschen also sich richtig ranhalten werden.